Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Jetzt muss ich überlegen, welches Spiel ich gerade aufnehme. Oh Gott. In meiner dritten Staffel, bitte bereits 64. Folge, heute am 8.8.2022 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön. Und zwar diesmal an Michael Vogels. Der Michael hat nämlich am 27.12.2021 das öffentlich-sichtbare Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, mein Lieber. Du warst Nummer 652. Der Michael verschwindet jetzt aber wieder. Und ich muss mal ganz kurz hier raustappen und was eintragen in meine schlaue Liste, was ich vergessen habe. So, jetzt ein kleines Vorwort. Ihr wundert euch bestimmt, warum zur Hölle steht der Typ schon wieder nicht in Sargot. Und warum, für die Kenner unter euch, hat der da unten rechts eine dicke, fette Armee zu stehen und ist offensichtlich gerade in der Belagerung von Pencannock. Ja, es ist so. Ich habe gerade schon aufgenommen gehabt und es hat fast eine halbe Stunde gedauert, also fast eine ganze Folge gedauert, bis ich gemerkt habe, ey, das ist eigentlich voll langweilig. Und das, was ihr eigentlich sehen wollt, ist noch gar nicht hier drin, und zwar die Belagerungsschlacht. Also fasse ich mal ganz kurz zusammen. Ich habe bei dem, was ich jetzt an Aufnahme verworfen habe, nochmal mit euch ein bisschen zu Ende geschmiedet. Warum habe ich zu Ende geschmiedet? Weil die Sturgeier haben uns den Frieden angeboten. Alle waren dafür, niemand war dagegen, ich habe keine Einflusspunkte dafür ausgegeben, habe gesagt, okay, ich enthalte mich, ich nehme das jetzt einfach an, dann haben wir nämlich nur noch einen Gegner. Dann dachte ich mir noch, hey komm, die Batanier sind uns im ungünstigsten Moment in den Rücken gefallen und haben uns angegriffen, und zwar als unsere meisten Armeen hinten bei den Sturgeier waren. Während wir auf dem Weg zurück waren, mussten wir ja hier und da gucken, dass wir nicht angegriffen werden, und innerhalb kürzester Zeit haben wir mehrere tausend Mann verloren. Was natürlich daran lag, dass die Batanier uns mehr oder weniger in den Rücken gefallen sind und eine Falle gestellt haben. Jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich alles, was zu dem Zeitpunkt, als ich von Sargot aus aufgebrochen bin, mobilisiert habe. Und ihr seht, das sind einfach mal fette 1500 Mann gegen eine Garnison bestehend aus. Na, ihr seht es auch hier, 430 Milizen. Der Rest ist tatsächlich dann auch Garnison plus eine Truppe. Die Truppe selbst besteht zum Großteil aus geübten Bogenschützen und dann eher niedriglevelige Infanterie. Passt. Wie sieht's hier aus? 21 Geübte, 10 Ausgewählte, 38 Freiwillige, weiß sie Bescheid. Hört. Dann, kleine witzige Sache noch. Ich hatte... Moment. Es geht gleich los mit der Schlacht, keine Sorge. Ich hatte geguckt... Ah, jetzt geht's gerade nicht. Mist. Ich hatte geguckt, ob ich mit Alda irgendwie mal sprechen kann, im Sinne von, Mensch, willst du vielleicht zum Beispiel den Brunnen heiraten? Oder willst du den hier heiraten, den Liffris oder wen auch immer? Dass das endlich mal aufhört, dass ich ständig Heiratsangebote für sie bekomme. Hat leider nicht funktioniert. Stattdessen habe ich rausgefunden, ich kann mit ihr ein Tauschgeschäft machen, während sie in meiner eigenen Gruppe ist. Ich kann ihr meine Sachen anbieten und zum Tausch meine Sachen zurückbekommen, und das bringt Beziehungsplus. Ich habe es nur einmal gemacht, um zu gucken, was dann passiert. Es gibt tatsächlich eine bessere Beziehung zu ihr, die dann permanent ist. Könnte später für Kampagne oder eigenes Königreich oder in welcher Konstellation auch immer, könnte das wichtig sein, weil ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, ob sie denn aus dem Clan austritt oder sich gegen mich stellen könnte, wenn ich jetzt derart den Krieg erklären würde als Beispiel. Dass ich sage, ich mache mich jetzt hier unabhängig und hau dir eine oben drauf. Dann habe ich eine Frage an euch, die ihr mir gerne beantworten könnt über die Kommentare oder Facebook oder Discord oder E-Mail. Ist es irgendwie machbar, dass ich Alda verheiraten kann, ohne dass sie aus meiner Dynastie rausgeheiratet wird? Ist das irgendwie möglich? Wenn ja, schreibt es mir bitte. Wenn nein, muss ich mir was einfallen lassen. Dann das nächste Ding, was ihr jetzt leider nicht beobachten konntet, weil ich zu spät die Aufnahme gestellt habe. Ich habe schon wieder Selbstgespräche geführt. Entschuldigung. Die Alda... Moment. Die Alda hatte ja... Ihr erinnert euch vielleicht noch... Ich bin schon wieder falsch. Was mache ich hier? Kommt nicht mehr klar. Die Alda hatte, als ich gestartet hatte... Ihr erinnert euch vielleicht noch aus den letzten Folgen, eine Baukunst von gerade mal 11. Ich habe jetzt wirklich nur das Baulager gebaut, zwei Belagerungstürme, einen Rambock und die vier Katapulte gebaut. Normale Katapulte. Und sie ist einfach mal auf 37 hochgeschossen, weil sie Intelligenz 7 hat und Lernrate von 11 durch die 5 Fokuspunkte.
Hammer, finde ich. Dann habe ich ihr natürlich noch gesagt, sie soll bitte Fernkampf- und Belagerungsmaschinen um 10% schneller bauen. Und mit ihrer bereits ausgerüsteten Armbrust hat sie auch bessere Schadenswerte. Ich selbst, um nochmal darauf zurückzukommen, was ihr verpasst habt. Ich selbst bin jetzt endlich Schmiedenlevel 100. Und habe mir das hier geholt, der erfahrene Schmied. Und will nochmal darauf eingehen, dass wir irgendwann mal dann auch die Aufträge bei dem Schmied machen sollten, weil das, soweit ich erfahren habe, bringt saumäßig viel Erfahrung. Hier und da mal ein paar Rezepte auch. Nicht sehr viel Geld, aber saumäßig viel Erfahrung. Und das wollen wir ja haben. So. Was habe ich noch vergessen zu sagen? Ach genau. Ich wurde noch gefragt, Mensch, Robin, wie sieht's aus? Willst du nicht langsam auch mal eine zweite Gruppe etablieren? Ja, will ich schon seit sehr lange Zeit. Aber mein Problem war ja bis vor kurzem noch, dass die Werte meiner Festungen unter aller Sau waren. Warum ist hier halt schon wieder nicht? Achso, okay. Wahrscheinlich, weil hier wieder... Ja, natürlich, hier wird wieder geplündert. Mittlerweile geht es ja, dass ich trotz Bauauftrag fast überall Wachstum habe. Wenn nicht sogar direkt überall Wachstum. Ja, wenn auch gerade sehr wenig aufgrund der Plünderungen, ne? Was mache ich hier für komische Sachen? Ich wollte dahin. Naja, so an sich grundsätzlich wächst alles. Trotz Plünderung, trotz Belagerung, trotz Bauprojekte. Das heißt, jetzt kann das wachsen, jetzt kann ich auch Nahrungsvorräte erstmal horten. Und meine Taktik darin war eigentlich als Überlegung, wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie jetzt, hier alles so ziemlich voll habe, dass ich dann 30 Scharfschützen, 50 Feldwebel und 40 Bannerritter einfach in die Garnison reinlege. Oder so ähnlich, vielleicht immer bloß die Hälfte und für mich den Rest behalte und das so lange mache, bis ich halt das, was in der Garnison ist, insgesamt 100 Mann wären und dann erst gebe ich das einem meiner Gefährten als zweite Gruppe. So viel dazu. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Das ist halt voll blöd, weil ich habe es ja eigentlich schon aufgenommen, aber jetzt doch die Aufnahme verworfen, weil es doch ziemlich langweilig war. Ich würde sagen, lange Rede, guter Sinn. Wir gehen da jetzt rein. Eieieiei. So, eigenartigerweise. Ich habe es mich gerade schon mal geladen. Also den Kampf geladen und festgestellt, ey, warte mal, also ich hatte eigentlich noch einen Rambock. Wo ist denn der? Der ist weg. Der ist nicht da. Dann. War das irgendwie ganz komisch mit den Aufstellungszonen hier für. Die hier für die Belagerungstürme. Ich hätte eigentlich gedacht, ich kann den weiter links aufstellen. Ich befürchte nämlich, dass der gar nicht hier ranfährt. Weil hier unten auch diese Felsformation ist. Weil hätte ich ihn wenigstens hier erwartet. Ah, nee, guckt mal. Seht ihr dieses Loch in der Zinne hier? Das ist immer der Ort für die Belagerungstürme. Und hier auch. Ach du Heilige, okay. Ja, also ich hätte gern 50 Mann. 50. Festschreiben. Ich selbst nicht, sondern Brunn soll anführen. Und hier schnappe ich mir... Ja, gute Frage. Wo bin ich eigentlich? Wer bin ich? Was mache ich hier? Hey, ohne Witz, wo bin ich? Warte. Aber nur 50, bitte. Die steuere ich selbst. Für die rechte Flanke, weil ich versuchen möchte, dann über die rechte Flanke zu erobern. Weil das hier sieht mir ein bisschen aus wie so ein Hexenkessel. Du kriegst nämlich auch von da und von da kriegst du Feuer in den Rücken. Obwohl, hier auch, ne? Ah, egal. Wenn keine Leitern, dann keine Leitern. Problem ist jetzt natürlich... Warte. Machst du hier nochmal so. Circa 50%. Bitte auch nochmal 50%. Achso, so viele haben wir gar nicht mehr. Okay. Wie viele Schützen haben wir noch? Echt nur noch zwei weitere Schützen? Wow. Nee. Dann muss ich das hier abändern. Dann kann ich selbst nur 20 nehmen. Reicht ja eigentlich auch. Mit dem, was ich vorhabe. Ja, das reicht auch. Hey, warum hat er jetzt hier wieder geändert? Mann. So. Genau, dann machst du hier noch einmal Schützen. Komm.
Sei ein bisschen flexibel in deiner Taktik, Robin, sonst wird das nichts. Ach so. Ach ja, er macht das ja wieder so komisch hier. So. Zack, zack. Was macht er denn nun? So, ach so, er sagt jetzt hier mal prozentual. Und hier die Gesamtzahl, okay. War nämlich, ich möchte behaupten, es war vorher anders, dass wenn ich jetzt hier auf 50% gegangen bin, dass er dann von 52 die Hälfte hier reingenommen hat und nicht von allen und wie hin und her schiebt. Dann, Tormund ist definitiv ein guter Nahkämpfer, das wissen wir. Den kennen wir ja aus der Arena. Ein Schütze, wer ist ein Schütze? Ist Lucant ein Schütze? Lucant ist ein guter Schütze, ein Bogenschütze oder ein Armbrustschütze. Dann... Quatsch. Nein, nicht Infanterie. Silvent! Du Blöde, du, die mich nicht wollte. Ne? Du gehst schön in den Nahkampf, Fräulein. So, von unseren Helden, wer war da nochmal ein guter Bogenschütze? Oder wir nehmen unsere Schwiegermutti. Ich glaube, das ist die Schwiegermutti. Ne, jetzt geht's um Bogenschützen. Moment, ich muss wieder nach Bogen gucken. So. Und jetzt nochmal zwei Nahkämpfer. Belgier? Nö. Adaltrud, aber die hat nur Reitkunst. Und zwar sehr hoch. Ich sehe da, nee. Ich versuche hier gerade so ein bisschen wieder die Superhelden rauszusuchen. Vartin! Ja, sehr gerne. Quatsch. So. Azela. Ah, ist nicht so der Oberrenner, ne? Frauchen! Natürlich! Frauchen! So. Ich wähle alle Truppen aus. Sage einmal... F6. Dann sage ich aber bei der 1... Nochmal F6 und bei der 2 nochmal F6. Dass ich die selbst befehlige. Oder? Hä? Ah, das... So ist das jetzt gemacht. Die Befehle, die jetzt gerade drin sind, die werden jetzt hervorgehoben. Cool. Das kannte ich noch gar nicht. Ist ja auch unsere erste größere Belagerung, ne? Na Jungs, so aber nicht, ne? Geht nicht, wa? Na gut. Ach so, Quatsch, ich brauche ja jemanden hier hinten dran. So. Kriegen wir euch hier reingestellt? Jetzt gerade nicht. Ah, ich glaube aber hier, die können auch nicht langlaufen, ne? Ah, ich werde die Armbrustschützen so lange wie möglich am Leben halten, damit ich sie hier auf den Turm bekomme. Und hier unten drin dann einfach die Nahkämpfer behalten. Ah. Mach erstmal den, weil ich stelle mich auch mit denen auf. Wie stehe ich? Wo stehe ich? Was bin ich? Wer bin ich? Geht ihr dahin? Ihr geht auch dahin. Der Rest der Bande ist ja auf KI gestellt und wird jetzt erstmal Beschuss aufnehmen. Und davon nicht wenig, weil es sind eigenartigerweise brennende Streumunition. Ich habe normale gebaut, aber ist okay. So. Ich gehe erstmal selber gucken, ob sich das überhaupt lohnt, sich hier zu postieren. Ah, nee, eigentlich nicht. Dann ziehen wir die Archer lieber dahin. Meine Infanteristen lasse ich erstmal noch ein Weilchen da stehen, wo sie jetzt stehen. Oh, das sah übel aus. Uah, ich sehe nichts. Ah, möchte sich da jemand trauen? Jo. Ah, er schickt doch gut Infanterie rein, natürlich. War leider ein kleines bisschen daneben, mein Freund. Die ganze Masse rennt da. Ah, da hat jemand Fokusfeuer auf mich. Sind meine Jungs endlich mal da?
Gut. Geht hier hin. Warum habe ich jetzt nur 14? Auf der 1 auf einmal 80. Hä? Oh, ist das buggy, Mann. Das ist jetzt genauso blöd wie mit den Verstecken, den Banditen verstecken. Halt mal still, Kumpel. Dann halt nicht. Boah, natürlich alle Fokus war ja auf mich hier, wa? Nein. Okay. Wird nix. Wow. Oder auch mächtig hier rumsattert. Infanterie kommt, ja? Gut. Mach erstmal den hier. Und dann den. Ah nee, erstmal noch nicht. Mist. Die war wieder lose Formation. Ah nee, F8 war dann ohne Formation, genau. Oh, da fliegen aber kräftige Brocken runter. Infanterie ist auch gleich da größtenteils. Ja. Jetzt könnt ihr ein Schild machen. Fatin? Ist das verbuggt wie Sau. Oh, Logan ist umgekippt schon. Ich will mehr Archers hier vorne haben, bitte. Danke. Warte mal, jetzt haben wir da drin gar keine Infanterie stehen. Aua! Spielst du? Tut doch weh. Lass mir raten, was Sinn und Zweck der Sache, wa? Hat's wehgetan? Entschuldigung. Wir machen erstmal schön das Gegenfeuer hier. Oh. Ja, Jungs, so ist gut, so ist gut. So möchte ich das sehen. Unterstützt unsere Jungs da oben. Dein scheiß Schild runter, du Sack. Mist. Oh, okay, der war schon tot. Jo, meiner. Imperialer, wow. Okay. Weiternehmen ist auch vorbei. Ganz klarer Fall davon. So, eins mir nach. Hey, Vorsicht. Hier laufen noch welche. Wird zu schießen. Warum sollten wir uns auch auf die ganze Mauer verteilen? Sind wir doch auch die besten Truppen. Vorsicht, Jungs! Wir sind doch schon oben! Oh nee, jetzt sag mir nicht, dass dieser Bug noch drin ist. Dass die eigenen Belagerungsgeräte so nah dran schießen, dass sie einem die eigene Invasion kaputt machen können. Schlag von oben. Ich treffe einfach mal nichts. 0, nichts. Hier ist wieder irgendjemand vor mir, den ich nicht sehe. Also einer von meinen, meine ich. War ich nicht eben noch auf der rechten Seite des Pulks hier? Na, Schlag von oben. Schlag von oben. Jetzt habe ich was erwischt. Sehr schön. Oh, die schieben aber. Oh, die schieben aber. Sehr gut, Jungs. Männer und Frauen und Kinder und Alte und Pferde. Holt die Pferde. Wir verlieren gleich. Ah, ich will nicht runterfallen, ich will nicht runterfallen, ich will nicht runterfallen, ich will nicht runterfallen. Lass mich mal durch hier. Danke. Oh Gott, okay, der ist schon tot. Was? Was? Nein, 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 nein. Aua, nicht von hinten. Gibt kein Kinderjeld. Ah! Mann! Fuck! Mist! Und die stehen hier wieder und machen nix, ha? Ach, kommt schon! Oh, das sieht nicht gut aus. Wir haben schon die halbe Armee verloren. Oh, das sieht nicht gut aus. Der Schatten tut komische Dinge. Der Todes kann keine Befehle erteilen. Ach, wirklich? Ich bin aber nur verwundet. Ich könnte noch mit letzter Kraft Befehle brüllen. Wie zum Beispiel, dass ihr verdammten Idioten endlich mal die Belagerungstürme wieder richtig benutzen sollt. Danke. Ja, lassen sich hier niederschießen in der Zeit. Also,
Zur Erklärung, mein Plan war eitel. Meine Armbrustschützen hier, die erstmal den ersten Angriff hier unterstützen. Danach, während ich schon da nach oben marschiere, habe ich jetzt was vergessen, wollte ich sie hier hinstellen, um da ein bisschen Gegendruck aufzubauen. Während unsere Infanterie hochmarschiert und sobald die Infanterie drauf ist, hätte ich dir den Autocharge-Befehl gegeben, außer der ersten Truppe, die eigentlich nur 50 Mann groß sein sollte. Meine Armbrustschützen hätte ich hier oben raufgestellt, damit sie die Verteidigungsanlage vom Gegner gegen ihn hier drüben verwenden kann. Aber hätte Fahrradkette hat nicht funktioniert, ich drücke jetzt einfach mal F. Wir verlieren. Ja. Ich würde sagen, wir verlieren. Vor allem, wenn ich mir angucke, wie viel sich hier einfach niederschießen lässt, weil sie keinen Schildwall machen. Oder ein bisschen hier hinter mal in Deckung gehen. Die lassen sich niederschießen. Oh Gott, sind das wieder Rekruten. Oder nee, es sind nicht Rekruten. Die haben ja schon ein Schild. Aber es sind sehr viele, die nicht so hochlevelig sind. Sind wir jetzt endlich mal durch oder wie ist das hier? Oh. Jetzt sieht schon witzig aus, ne? Mit dem Schnellvorlauf. Es schießt auch keiner mehr von uns, ne? Oh doch, hier hinten. Ein paar. Die stehen hier. Aber... Nee, wird das Schießen tun? Na doch. Hier und da gibt es mal einen kleinen Schuss. Den anderen Belagerungsturm haben sie zerstört, wa? Ja. Alter, ich will gar nicht wissen, wie viel da jetzt drauf gehen. Aber wir haben endlich die Mauer. Ich fasse es ja nicht. Mal gucken, wie lange noch. Da kommen ich schon die nächsten. Aber eine Sache müssen sie bitte unbedingt noch fixen. Dass auf unseren lebenden Soldaten so viel Schnee drauf liegt, während es A, nicht mal schneit und B, sie natürlich erhitzt sind und sich schnell bewegen und alles. Um Himmels Willen, jetzt gebt doch endlich auf. Oh, hat geholfen. Naja, immerhin ist unsere Infanterie jetzt hier hinten nicht mehr unter Beschuss. Jetzt muss man die Frage, haben wir denn überhaupt noch Infanterie? Naja, geht, ne? Hier geraten sie gut unter Beschuss. Gott, ich will gar nicht wissen, wie viele von meinen tot sind, ey. Meine schönen Feldwebel und Bannerritter. Oh Gott, die haben zurückgeschoben. Ist nicht euer Ernst, ne? Ist doch nicht wahr. Ja, weil halt jetzt wirklich die Taktik fehlt, ne? Jetzt ist wirklich nur noch stumpfes Haut drauf, was die hier machen. Komm auch nicht mal auf die Idee, dass irgendwie mal ein, zwei von denen mal jetzt hier lang marschieren könnten. Die erledigen, die halt so viele hier erschießen. Und vielleicht auch mal hier in die Flanke zu fallen, um da hinten den Druck rauszunehmen. Quetschen sich alle durch dieses eine Tor. Oh, ich glaube, wir sind durch. Hat nur 1000 Mann gekostet, aber wir haben den ersten Abschnitt der Mauer. Ah, ne, der Gegner zieht sich zurück. Ja. Oh, dann gibt es noch einen zweiten Kampf. Dann gibt es noch einen zweiten Kampf. Na komm, machen wir jetzt so hier. Hat da keinen Sinn mehr, jetzt nur abzuwarten. Sag mal, die sind doch schon geflüchtet. Haben die sich wieder gesammelt, oder was? Ach, je. Aber wir haben jetzt wenigstens schon ein bisschen mehr Mauer leer gefegt. Obwohl ich mich echt frage, warum die nicht auf die Idee kommen, mal die Typen hier oben zu holen. Die sind momentan tödlicher als die Nahkämpfer. Mal kriegen wir ja. Was ist denn eigentlich mit den Schatten hier? Das ist irgendwie ganz komisch, ne? Ja, jetzt wirklich von Rede ist das nicht mehr da. Doch, da, 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 da. Verschiebt sich einfach der ganze Schatten. Kriegen wir noch Leute?
ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Sag mal, sind die gerade? Die sind jetzt nicht wirklich von dem Tor, was offen stand, hier hingelaufen. Ich meine, klar, ich selbst bin nicht der beste Kämpfer. Würde ich auch nicht behaupten. Aber ich habe wenigstens noch ein paar Gehirnzellen im Kopf, um zu verstehen, dass wenn das Tor offen ist, dann hält man das. Da schon wieder. Die machen das Tor auf, um hier ranzugehen, um da hochzuklettern. Und jetzt klettern die wieder runter. Sag mal, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Was tun die? Jungs, ihr seht schon, dass hier keine Leiter ist, oder? Euer Ernst? Okay, also so viel zum Thema. Es wurde ganz viel gefixt. Ja, ja. Ach du Heilige. 522 Verwundete. Das heißt, wir haben fünf... Nee. Oh Gott, wir haben die halbe Armee verloren. Also, Tote, meine ich. Ach shit, ich habe jetzt gar nicht geguckt, siehst du? Im Schlachtbericht. Ach, man kann jetzt die Belagerung fortsetzen, theoretisch. Interessant. Aber nee, wir entsenden Truppen. Ach, 8% der Beute nur. Aber hey, kein Feldwebel im letzten Moment verloren und auch sehr viel haben sie weggerissen. Lol. Moment mal, habe ich gar keinen verloren? Wow. Ohne Witz, ich glaube, aus meiner Truppe ist so gut wie keiner gestorben, weil ich bin mit 155 Leuten ungefähr bin ich rein in die Schlacht. Ah nee, warte, wir haben jetzt hier 148. Ja, stimmt, steht ja auch da. Okay, aber trotzdem so gut wie... Wow. So gut wie keiner verloren. Deswegen, liebe Leute, habe ich auch so krass drauf geachtet, dass ich so schnell wie möglich Elite-Truppen habe. Achso, ja, nicht wundern, ich habe Getreide gekauft, weil ich nicht wusste, wie viel fressen die jetzt mittlerweile, die Leute. Alles nicht so darin, aber. Hier ebenfalls, aber kann ich wenigstens verhökern. Die können wir einschmelzen. Und ich habe vergessen, die Heugabeln wegzugeben. Zum einen das und zum anderen wollte ich eigentlich noch in der Festung auslagern. So, erinnert ihr euch vielleicht noch an den Moment, als wir Festungen erobert haben? Da gab es Leute, die hatten was dagegen, dass ich geplündert habe. Habe ich jetzt nicht mehr. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Ich muss jetzt also zum Plündern selbst keine Einflusspunkte ausgeben. Jetzt gucken wir aber mal, welche Folgen noch dazu kommen. Verlorener Wohlstand relativ viel, verlorene Gebäudestufen auch relativ viel. Die Treue von Penkenok geht massiv runter. Honoratiorenmacht geht ebenfalls runter, was ja eigentlich nicht verkehrt ist. Die sollen nicht mächtiger werden als wir. Truppenmoral plus 10. Goldgewinn gerade mal 9600 aufgerundet. Goldgewinn des... Ah nee, für die ganze Armee. Moment, die ganze Armee. Die ehemals 1500 Mann kriegen nur 10.000 Gold. Mein Trupp nur 800. Beziehung zu Eigentümer der Siedlung, Aaron, minus 15. Er ist ja jetzt eigentlich nicht mehr Eigentümer. Eigentlich. Gnade zeigen darf ich nicht, weil 9 unbarmherzige Anführer von diesem Vorgehen zu überzeugen, kriege ich nicht hin. Brauche ich 115 Einflusspunkte für, die habe ich jetzt nicht. Zerstören? Was bringt das?
Ich muss 12 Einfluss anwenden, um einen gnädigen Anführer muss ich davon überzeugen, und zwar Lucant. Okay. Der Wohlstand geht massivst runter dabei. Ziemlich viele Gebäudestufen gehen verloren, okay. Treue geht, nee, ich mach Plündern. Ja, auf minus 32. Sorry. Fortfahren. Jetzt steht bereits eine Garnison von 119 Mann drin. Miliz natürlich null. Festung. Verlies. Betreten. Ah nee, Quatsch. Ich wollte verwalten. Aber es geht nicht. Moment, warum konnte ich gerade laufen, wenn ich... Achso, ja. Alles gut. Die Leutchens hätte ich gerne. Und alle haben wieder rote Augen. Aber gut. Nö, ich glaube... Jetzt heißt es wieder warten. Aber vorher verkaufe ich endlich diese blöden Heugabeln. Ich glaube, ich gehe sogar bis mindestens Wert 50, also bis hierhin. Achso, muss ich wieder von oben machen. So. Immerhin. Immerhin. Ja, und jetzt warten wir hier ein bisschen. Ach, war ein Autosave, lol. Wie viel hat denn der? Der hat 500 Mann aufgebracht. Und Tullyvale ist erobert. Ja, aber ich hab eine Stadt, ne? Er gab eine Stadt. Mal gucken, ob ich sie auch bekomme. Danke für das Timing. Vielen Dank. Yes. Berikan, du alter Hund, du hast doch schon so viel. Ah ne, er hat auch plus 2 Festungen, wie ich gerade sehe. Und dann noch, so weit, ich glaube, die liegen auch weit auseinander. Entweder das oder das sind die nördlichsten von Batania, die nördlichsten. Ach, guck mal einer, schau, wer dort wieder einmal seine letzten Punkte ausgibt. Wie viel hat er ausgegeben? Steht gar nicht da, wa? Mensch, ich Idiot! Die letzten 60 Folgen habe ich immer, wenn sowas hier kam, gesagt, er hat so und so, er hat so 41, 42 Punkte ausgegeben. Und damit dann wieder seinen restlichen Einfluss und so. Ja, Pustekuchen, ich habe immer dahin geguckt, wo Verhältnis steht. Ich sehe hier gar nicht, wie viel er ausgegeben hat. Hier sehe ich das bei den Leuten, aber bei ihm nicht. Lol. Problem ist nur, Dertet könnte trotzdem versuchen, sich darüber hinwegzusetzen. Über die Tatsache, dass, aufpassen, meine Freunde, wie Ingaltar und Kalatilt, vor allem Ingaltar, guck mal, 60 Einflusspunkte liegt der da rein, dass meine Freunde dafür gestimmt haben, dass ich das bekomme. Das ist nämlich definitiv endlich mal eine Sache, die funktioniert. Machst du dir in eigenem Reich Freunde, kann es sein, dass du auch deutlich mehr Besitz bekommst. War in der vorigen Version des Spiels in Staffel 2 bei mir nicht der Fall. So, ich gebe jetzt auch nochmal fette 60 oben drauf, um mir nochmal ordentlich was entgegenzuwirken. Denn ich glaube, wenn er sich darüber hinwegsetzen muss, muss er nochmal mehr ausgeben, als wir hier Einflusspunkte draufgelegt haben insgesamt. Um 3 auf 40 geändert, um 3 auf 38 geändert. Entscheidungsergebnis. Dertet nimmt sich Pentkenok trotz Protestes seines Rats zum Lehen. Dieses gierige Schwein. Es ist wirklich in jeder Staffel immer das Gleiche. Dertet pisst mir jedes Mal ins Bein. Jedes Mal. Ach guck mal, nördliches Imperium haben sie jetzt auch als Gegner. Alles klar, Dertet. Das war jetzt die offizielle Kriegserklärung. Ich löse die Armee auf. Wie ging es nochmal? Warte mal. So? Nee. Warte mal. Wie löse ich die Armee nochmal auf? Hallo? Achso. Hier rausgehen, ne?
Muss ich die jetzt... Ach Mensch, da steht's doch. Oh. Alles gut. Dann, Dertert, viel Spaß. Verteidige Penkenok. Ich gehe. Und zwar zu meiner Festung. Und vielleicht, sobald ich wieder ein bisschen Energie habe und so, würde ich ja gerne mal solche Truppen hier jagen, die meine Dörfer angreifen. Nee, da kämpft der Tat, dann ich nicht. Aber guck mal, er hat aber auch mächtig viel verloren, ne? Was ist jetzt? Jetzt wollen sie Frieden. Kadatiert und Ingater. War zu erwarten. Aber Vartin hat beantragt. Ah. Ah. Das ist jetzt blöd. Boah, guck mal hier. Meine, klar, jetzt ist die Stadt erobert. Jetzt denkt er sich, oh, geil. Ich hab, was ich möchte. Obwohl uns ja der Krieg erklärt wurde. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Kein Tribut? Mist, ich krieg das nicht gekippt. Achso. Ja, toll. Schön. Wir waren eigentlich gerade richtig fett am Arsch. Möchte ich bloß mal sagen, ne? Die haben uns kräftigst vermöbelt. Und zwar beide Armeen. Nee, Quatsch. Der hat seine Armee, wurde ja gar nicht vermöbelt. Die batanische Armee wurde ein bisschen vermöbelt, als sie Talivel erobert haben. Aber der hat Talivel verloren. Okay. Oh nein, jetzt haben aber die Batanier haben jetzt die Möglichkeit, die vlandianische Elite zu rekrutieren. Oh nö. Na gut, liebe Leute. Ich mache mir ein paar Gedanken, wie ich jetzt vorgehe. Für mich steht das auf jeden Fall fest, der Tert ist absolut unten durch. Dem Helwig nie wieder. Nur noch in eigenem Interesse. Jetzt beginnt für Herzog de Puys die Revolution. Aber das seht ihr erst in den nächsten Folgen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!